Wir sind auf Sendung. Ja, dann sag ich mal, euer Basti, herzlich willkommen. Wir sind, haben wir eine neue Map? Ich mit den Dandy, wir sind schon ein bisschen vorgefahren auf der Hauptstraße, um euch eine schöne Aussicht zu zeigen. Nicht wahr, Danny? Ja, dann sage ich erstmal wunderschönen guten Abend hier aus der neuen Map. Ja, wie sie gleich hieß, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht behalten. Oberschwarm? Ja, irgend sowas. Oberschwarm, glaube ich, war das. Wie gesagt, wir werden euch jetzt diese Map hier vorstellen. Und ja, wer sie gebaut hat, werden wir natürlich unten in die Kommentare reinschreiben, sodass ihr die auch downloaden könnt. Ja, und dann werden wir mal sehen, dass wir, was wir hier so Schönes finden. Ja, wenn der Herr nicht sein Mikrofon frisst. Nein. Ja, ich muss ja ein bisschen sehen, das ist alles so geflicktes Zeug. Ich möchte, dass ihr was versteht. Ist es jetzt besser? Ist es jetzt weg? Werden wir sehen. Ich schaue nachher mal. Dann werden wir jetzt mal losfahren hier. Ja. Und Elke. Ne? Schauen wir mal, was die Korte hier so zu bieten hat. Ja, gegenüber sehen wir hier gerade ein Maisfeld. Ja. Andere Texturen wurden hier eingefügt und wir sind mitten zwischen den Bergen. Ja. Beziehungsweise der Berg ist um uns herum. So, fahren wir geradeaus oder? Ja, wir fahren jetzt mal geradeaus. Ja. Hier unten haben wir so ein kleines Dörfchen. Boah, ich würde eher sagen, eine Kleinstadt diesmal. Oder eine Kleinstadt, ja. In einer anderen Map war das wirklich noch so ein Dorf. Und jetzt, wo wir sind ja gerade ein bisschen da durchgelaufen, das ist doch eher eine Stadt. Guck mal, hier haben wir sogar einen Feldweg. Ja, also echt wie gesagt, das ist alles sehr schön treu nachgebaut hier. Also, bis jetzt gefällt mir die Map ganz gut. Andere Bäume. Und andere Bäume, richtig. Was wir hier oben für eine Halle haben, weiß ich nicht. Da müssen wir jetzt mal hingucken. Ja, das baut sich jetzt alles nach und nach auf, weil, ja, ist wahrscheinlich noch in Bearbeitung. Ja, nebenbei kann ich euch mal die Map zeigen. Ja. Jo. Ist ein bisschen gehalten wie so ein Berg, also ist auch real. Die Stadt gibt's in Wirklichkeit auch. Ob es da so aussieht, weiß ich nicht. Das können nur die Leute wissen, die da wohnen, die das gebaut haben. Ja, wenn wir hier runter gucken, rechte Seite haben wir unseren Hof. Sind wir schon wieder da? Unsere kleine Verwaltung. Stimmt, sich auch gerade. Wir sind ja wieder da. Oh. Ja, dann fahren wir halt geradeaus. Mhm. Weil hier oben haben wir sowieso unseren Kuhstall, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wir können wieder Kühe, Schafe. Wollen wir gleich mal hier hochgucken? Da rein? Ja. Ja, komm, wir gucken mal da hoch. Was wird da so schön ist. So. Wie war das jetzt? Wir können jetzt nochmal Kühe, Schweine, Schafe und Hühner wieder reinpacken. Ja, ne? Das ist das Richtige für mich. Ja. Haben wir ja, hier kommen wir sogar rein. Hier geht automatisch das Tor auf. Das finde ich ja mal schön gemacht. Das ist ein Schweinehof. Oder steigen wir mal kurz ab hier und werden wir mal gucken. Warte mal auf mich, alter Mann, ist kein D-Zug. Ja. Was? Wie gesagt, die Tore gehen hier automatisch auf. Oh, das ist nice. Das ist nice. Yeah. Yeah. So, wie gesagt, hier haben wir unseren kleinen Schweinehof. Nehme ich mal an. Sieht so aus. Ja. Ja, wenn wir wieder hier hinten rausgehen, dürfte die Türe wieder nice aufgehen. Jupp. Ja, Nummer 01 oder 001, was das immer auch heißen mag, das passt gerade zu unserem ersten Part. Und ja, wie gewohnt haben wir hier wieder unseren Scheißhaufen. Ja. Was ich auch sehr, sehr loben muss, ist die Darstellung dieser Blumen. Das stimmt. Also, so eine Putti-Wiese habe ich selten gesehen. Das Gras, alles haben die neu hingekriegt. Das sieht man selten. Aber der Himmel ist gleich geblieben. Ja. Ja, wie man hier sieht, haben wir noch ein paar Silos hier. Ja, ich glaube, ich klinge wieder total blöd, aber es tut mir leid.
Oh. Ist nicht so einfach mit dem kaputten Mikro und das andere ist ja schon unterwegs. Ich dachte, du hast schon eins gekriegt. Nein. Die Firma mit den drei Buchstaben, die gelb ist halt nicht so schnell. Tja. Hast du ja wieder von derselben Firma geholt, wo das nach 3 Monaten wieder die Nein, Geist aufgeht. nein, diesmal habe ich nicht von dieser Firma bestellt. Ja. Diesmal habe ich mir was Ordentliches gekauft. Also kein Headset mehr. Lassen wir uns überraschen. Ja. So, das Nebenbei werde ich Schild. dann irgendwann auch nochmal mit Webcam aufnehmen. Das ist bei mir auch mal geplant. Hier unten haben wir einen Sportplatz. Ist das geil. Da können wir heute noch Fußball spielen. Nur der Ball fehlt. Ja, den Das müssen wir jetzt. Schöne ist, alle Felder sind jetzt schon voll. Und es kann nichts verrotten. Ja. Das ist zwar nicht mehr so ganz gut, weil teilweise sagen die nein und so, das wäre nicht schön, ne? Wegen, ja, Ablauf da, Zeit, weil das ja realisierbar ist und so. Aber wir finden das nicht schlecht, weil wir sind nur zu zweit auf diesem riesen Hof. Also das finde ich mal nice gemacht, ein kleines Feld hier. Das ist geil. Ja. Aber eins verstehe ich nicht. Einer muss mir mal diesen Baum erklären. Ach, das sind Früchte. Ach, das ist ein Das hätten wir. Pflaumen. Das ist ein Pflaumenbaum. Jetzt sehe ich das erstmal. Das hätten wir in der letzten Map auch noch machen können. Oder machen. Müssen wir mal schauen. Ne? Ich ja. Auch hier ein Apfelbaum nehme ich mal an. Ja, ist. Ja, wenn wir mit Erde holen, können wir das ernten. Also ist nicht schlecht gemacht. Also wirklich ein Lob an den Entwickler hier. Da könnt ihr den Namen lesen. Biber Landkreis. Ja, was das hier oben ist, werden wir jetzt mal gucken. Das ist in die Spinnerei. Da haut er schon ab, der Junge. Gib Gas, du Hacken-Porsche. Ja, leider kommen wir da nicht rein. Boah, irgendwie ist mir es mal heute warm, du. Liegt bestimmt an der Bäuerin. Nee, die Bäuerin ist nicht da. Die Bäuerin ist in Flensburg. Guck mal, wir dürfen hier nur mit Trecker fahren. Da wirst du heute keine Chance haben. Die ist nämlich bei dir da oben in der Nähe. Oh. Also So. aufpassen. Ja. Oder wie weit ist Flensburg bis Lübeck? Circa 2 Stunden. Ja, dann weißt du es ja. Wenn die bei mir vor der Tür Weil steht, erwartet sie einen ich Eimer muss Wasser. dazu sagen, ich habe das ganze Wochenende Ruhe. Ich kann endlich mal nackig vorm PC sitzen. Endlich mal die Wäsche liegen lassen. Mal bis 15 Uhr ausschlafen. Geradeaus? Oder einfach mal, wie jeder Mann einfach mal möchte, einen Kasten Bier hinstellen. So, wo fahren wir lang? Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal in den Wald hier hoch. Also links. Ja, was ich auch nice finde. Das Ding fährt sich wie ein Schlachtschiff. Also jetzt schon ist sie wunderschön, wunderbar gestellt hier. Also ich kann hier nicht meckern, ich kann hier nichts kritisieren, ich sehe ja nichts Falsches. Hier hört jetzt die Straße auf und geht ein Feldweg los. Nehme ich mal an, oder ein Waldweg. Ja, jetzt machen wir hier wunderschön durch den Wald. Also, Ja, wir haben auch ein. gut, ein Bug habe ich gefunden. Wenn das ein Bug ist, ich weiß es jetzt nicht. Hier oben auf dem Berg, wenn ihr mal hochguckt. Ich weiß jetzt Ich. nicht, ob das so gewollt ist oder ob ich das bloß so sehe. Ein Berg. Sieht aus Gut. wie Feld. Ja, ist wahrscheinlich das Feld hingekommen, ich weiß es nicht. Ist aber nicht so schlimm. Werden wir mal einfach mal absteigen Deine und. Bäuerin hat sich gerade gemeldet. Meine Bäuerin hat sich gemeldet. Ja. Aha. Ich glaube, die hört uns. Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn die dir schreibt. Da ist sie bei dir in der Nähe. Sie will sich rächen. Ja, wie gesagt, also das ist echt mal. Mein Mann soll mal auf sein Handy schauen. Sag ihm das mal. Ah ja.
Siehst du? Ja, das bestimmt gehört. Ja. Würde ich aussagen. Also, nee. Die kann uns hören. Oh, da kam schon wieder. Du Zocker, bist du noch da? Hallo, was ist los? So einfach geht das, ne? Wenn man sich mal eine Minute nicht meldet, aber jeder Mann kennt das ja, ne? Tja, das Problem habe ich nicht. Ja, jetzt habe ich schon So, fahren nämlich wir rechts, geschrieben, dass rechts, jetzt ein rechts, Let's Play mit drin war. rechts. Jetzt lacht sie erstmal. Ja. Das war eine Paarung von Golfwagen. Das Meine ist Damen und Herren, nichts so. Ungewöhnliches hier in Wäldchen. Wir müssen ja irgendwie die Produktion antreiben. Aber wie gesagt, also ich finde die Map hier richtig geil gemacht. Kann man nicht Ja, sagen. schöne Aussicht von hier oben. Also hier alleine schon mal durchschießen, weit zu fahren, ist schon mal genießen. Jo. Ja, in 2015er kann man diesen Wald ja sogar abbauen, aber ja gut. Ich möchte hier nichts abbauen, was mit der Natur zusammenhängt, außer das, was wir ernten können. Natürlich. So, wir fahren jetzt hier wunderschön an der Weser lang, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wir kommen, glaube, zu einem Schwimmbad. Oh, wäre ja zum krönenden Abschluss, wenn wir das erreichen würden und eine Runde schwimmen. Das wäre ja mal geil. Ich will vom Zehner springen. Fahren wir mal hier über die Brücke. Wenn ich das jetzt nicht so irre, mit einem wunderschönen Wasserfall im Hintergrund, also cool. Wow, ja, das ist ein Schwimmbad. Ich bin der Sonntagsfahrer, einmal quer durchs Bild. Ja, wie ihr schon seht, haben wir auch einen Steinbruch. Da werden wir jetzt auch gleich nochmal hinfahren, aber ich möchte jetzt erstmal. Ach nee, das ist ein See. Das ist ein Campingplatz. Ist ja geil. Wasserentnahme. Aha, hier können wir unser Wasser holen. Cool. Das ist cool gemacht. Aber wenn du reinläufst, bist du halt drin. Ja. Kann man denn von dem Sprungding hoppen? Ja, hier, na ey. Man kann da rumhoppen. Ist ja geil. Oh, hier können wir schon mal, hier können wir uns mal hinhocken. Einfach mal die Sonne genießen hier am Wasser. Haben sogar einen Strand, also wunderbar, wunderbar. Was wollen wir mehr? Außer Meer. So. Komm, ich hopp rückwärts. Oder wir hoppen seitwärts, komm. Eins, zwei. Oh. Hui! Ja, Ja. Ich glaube, wir sind auf harten Stein geknallt. schlechtes Wasser. Glaube ich jedenfalls. Wir können tauchen. Aber das sehen wir mal nicht so enge hier. Bitte, wenn wer einen guten Kontakt hat zu den Spieleherstellern, Also ich muss ist ja schon mal gut. zugeben, so wenn man hier aufs Wasser guckt, sieht das Wasser schön, sehr schön aus. Ja, es wäre aber noch schöner, wenn man das von unten ein bisschen betrachten könnte. Ja, Das wäre. wäre ausbaufähig, das ist keine Frage. Ja, ich mache es mir nämlich auf der Liege gemütlich. Ja. Perfekt. Ich stehe auf der Liege. Also wie Naja. gesagt, fahren wir jetzt nochmal zum Steinbruch, wie hier schön im Badesee. Zum Zelten findet man bestimmt auch nochmal Platz hier. Und vom So. Bootwagen hierher zu tun. Ja, steigen wir wieder ein in unseren kleinen, aber flüssigen Golfwagen. Ab und zu ruckelt das ein bisschen bei mir. Ich habe einen Ruckler. Du hast einen Ruckler? Ja, das Ja. kann passieren. Das sind die Frames. Ja, ich bleib jetzt hier stehen. Du darfst ja ein Oh, was bisschen haben wir länger denn? als. Eins müssen wir noch mal gucken. Was ist denn das hier für ein schöner Laden? Was gibt es denn hier zu kaufen? Weiß ich nicht. Wir hätten hier Gebäck. Ja, alles, was das Herz begehrt. Fressbude. Leider können wir dieses Schild hier nicht lesen. Aber Entschuldigung. Ja, das ist die Bude vom Weihnachtsmarkt, kann das sein? Ich werde nicht schon mal langsam mich verabschieden hier. Ja. Ich darf ja nicht so lange wie du. Gut.
Deswegen stelle ich mich jetzt hier neben ein schönes kleines Auto und sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Genau, das sage ich auch bei euch. So, wir hören das Piepen bei unserem Basti. So, und bei uns geht es jetzt noch ein Stückchen weiter in den Steinbruch rein. Wenn der Herr Kollege fertig ist. Ja, ich habe nur gerade auf die Zeit geguckt, der Aufnahme. Ich war 2 Sekunden zu lang. Hoffentlich sagt, Oh, 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 hoffentlich oh, sagen die nicht schon wieder nein. oh. Oh, da müssen wir schneiden. Das geht so nicht. So, werden wir hier keine Zeit verbrauchen, werden wir losmachen. Ja, lassen den Basti jetzt mal hier links liegen. So, ich bin ja auch wieder da. Wir fahren derweil zum Steinbruch. Ja, warte, ich komm schon. Ich bin gleich hinter dir. Hoffe ich. Ja, werden wir mal die Karte ein bisschen verkleinern, so dass wir was sehen. Und wir müssen zumindest gleich links. Ja, hier links. Und werden hier genüsslich mal zum Steinbruch düsen. Kommen wir noch an den Hühnerstall vorbei, was auch sehr cool ist. Und sehr viele Abkippstellen. Ja, hier ist ein Feld, also nicht verirren lassen, einfach bloß den Weg folgen. Ja, jetzt haben wir ein Ja. Problem, wir kommen hier glaube ich nicht drüber, ach doch, hier vorne ist eine Brücke. Oh. Außer wir können hier bis Wasser fahren, können wir gleich mal versuchen. Na klar. Ja, wie so ein Allround. So, wir hätten eigentlich anders Toll. fahren können, aber wir sind jetzt mal eine andere Runde gefahren. Das ist ja sehr nett. Gut. Den nächsten müssen wir einfach jetzt mal geradeaus. Wir lassen jetzt das den See links liegen. Ich habe ein Problem. Was hast du denn? Du kommst rüber, ich nicht. Ich glaube, ich habe die verkehrte Stelle erwischt, zu rüberfahren. Aber Soll ich dich rausschieben? wir sind ja schlau. Ja, dann werde ich mal gleich mal weiterfahren zum Steinbruch. Und So, ja, mal schön unser Basti flüstern. ruft einfach den ADAC an. Wenn der Danny kommt, dann schleppen wir ihn ab. So, fahren jetzt hier den geilen Weg hoch in die Berge. Oh! Ja, ich würde mal sagen, ihr habt Pech gehabt. So. Ja. Sind wir wieder zu langsam durchgefahren? Fahren hier wieder schön durch den Wald wieder zu den Steinbruch. Ich frage mich bloß, wie wir dann mal hier mit dem Traktor durchkommen wollen. Also, Hier soll es einen Weg, hier soll es einen Weg geben, mag ich sehen, ja. hier kommen wir langsam in Steinbruch. Nein, also ist auch sehr schön gemacht. Ja, was wir hier abbauen können, weiß ich nicht. Ich schätze mal Steine, aber ich bin mir eher sicher, dass wir hier Sand transportieren werden. Weil was sollen wir sonst mit Steinen? So, werde ich mal aussteigen, werde ich euch mal hier von oben ein bisschen die Karte zeigen. Wo bist du? Ich bin weiter oben. Ja, Ich wie bin. gesehen, wir sehen hier gerade nicht viel durch diesen Zaun. Werden jetzt mal weiter runterfahren. Ja, da kommt schon Basti mit dem Radlader. Lol. Naja, sehr realistisch ist das nicht, aber ich habe es ja gesagt im Geheimen, ne? Wir überfahren ihn, wenn wir ihn sehen. Ach toll, Basti, jetzt hast du mich wieder fest. Komm, mach mich mal locker. Ah, ich hänge hier auf dem Busch. Oh Mist, ich hab was vergessen. Der Busch lässt mich nicht los. Ich hab vergessen, meine Uhr auf Start zu drücken. Der Busch, der Busch. Ah, danke. Ich hab So. Oh, da ist überall nur mit dem Weg mit seinem Liebherr. Ich hab trotzdem vergessen, meine Uhr auf Start zu drücken. Ja. Ich Nützt kann nichts. also. So, angekommen hier unten im Steinbruch. Bin ich mal gespannt, was man hier transportieren kann. Ich Oder auch.
wo man das hinbringt am besten oder was man da überhaupt damit macht. Also, da bin ich schon sehr gespannt. Also, wenn ihr das wisst oder der Entwickler vielleicht das Video sieht, kann man uns ja mal einen Tipp geben, was man hier unten so schönes abbauen kann. Ja, Sand sehe ich schon mal hier. Also, kriegen wir dann Sand, aber wo bringt man das hin? Aha, hier kann man Ja, Sand abholen. Weiter auf jeden runter Fall. geht es natürlich auch noch. Da Meine muss man. Schaufel ist voll. Wisst ihr, was mir das gerade ein bisschen erinnert hier? An Euro Truck Simulator, der Steinbruch. Ach ja, der schöne Kann das Steinbruch. sein, dass ich da ein bisschen richtig liege? Ja, nur dass er ein paar kleine mehr Kniffe hat, ne? Hier ist schön dargestellt, wie der Sand hier den Vorderband hochfährt. Also, das ist echt toll. Wo bist du Ja, denn lang gefahren jetzt noch rum? rausgefordert. Wahrscheinlich hier. Jetzt bin ich hier wieder hier im Kram reingefallen. Ja, hier unten wird waren Platten abgebaut, also sehr schön detailliert. Ja, meine Lieben, würde ich sagen, war das jetzt hier der Part 1 oder Part 1 war es ja noch nicht. Es war eine Vorstellung von unserer nächsten Map Genau. und wir würden euch dann in der ersten Folge aus, ja, statt namenslos, ich weiß es jetzt nicht, tut mir leid, zurückgrüßen und werden dann sehen, was wir hier so Schönes alles machen können und was wir hier so Schönes alles erreichen. Und damit ist meine erste Folge hier vorbei. Bis später. Ciao, ciao. Man kann natürlich, wie man hier bei mir erkennen kann, das ist jetzt, was wir im Besitz haben. Eine kleine Auswahl von allen etwas zum Rasernten, Stroh, Heu und so. Was ich auch mal zu sagen muss, also hier sieht nicht jedes Haus gleich aus. Nein. Also hier wurde darauf Wert gelegt, dass jedes Haus ein bisschen anders aussieht. Also es wurde nicht mühelos alles hingeklatscht, sondern es wurde sich richtig Gedanken gemacht hier. Ja, wie gesagt, es wurde ja eigentlich so gemacht, dass es nach einer echten Stadt Und ich aussieht. muss dazu sagen, hier ist ein bisschen auf Norddeutsch gebaut. Mit den Klinker. Aber das müsste uns unser norddeutscher Freund hier gleich bestätigen können oder auch nicht. Ob das Man ein Norddeutscher erkennt das ganz einfach, dass es Norddeutsch ist. Die Bewohner sind so unfreundlich und grüßen nicht. Aber theoretisch müsste das doch ein norddeutscher Bauer sein. Ja. Also ich habe ja keine Ahnung, aber ich war ja schon viel in Norddeutschland und da gibt es dieses Haus irgendwie gleich aus. Du kannst ja theoretisch ja auch der Map bei dir gucken, auf dem Telefon, wo das ist. Dieses Städtchen Telefon? Telefon? Welches Telefon? auf dem Handy kannst du ja mal auf die Map gucken, wenn du findest, weißt du, wo das ist, wo das sein soll, das Städtchen. Wo muss ich da gucken? Unter Maps musst du mal eingeben, die Stadt. Ja, ich müsste erst mal wissen, wie die Stadt heißt. Ja, ein Holzhaus. Ja, da gucken wir nächstes Mal danach. Ja. Gasthaus Hirsch. Ich Kannst du werde mal etwas? kurz die Aufnahme bei mir abbrechen, werde mal kurz für euch gucken gehen und werde mich dann zurückmelden, wenn ich das weiß. Hier gibt's Frauen. Oh Gott. Und ja, bei mir, ich habe ein Ergebnis gefunden. Ja, diese Map liegt circa südlich von Liechtenstein in Allgäu. Ja, wo wir hier gerade sind. Das haben wir jetzt doppelt gehört. Haha. Ja, Nee. das nützt nichts. Nee. Wie gesagt, von Weitem sehen die Autos zwar gut aus, würde ich ja behaupten, aber wenn man näher rangeht, ja, das sieht das aus, ob der Kerl da drinnen irgendwie ersaufen würde. Tut mir leid, aber. Ich hab, hätte eher gesagt, das sieht aus wie Beton. Weil ich hätte schon gefragt, welche Mafia hier lebt. Ja, hier ist doch so ein komisches Schild hier. Guck mal, die Menschen können einfach so durch die Türen gehen, ohne dass sie sich öffnen. Hilfe. Ist Ich glaube, cool. hier spukt's. Was ist denn hier oben für ein Schild? Das müssen wir gleich nochmal nachgucken. Reute 21, ist das ein Protestschild? Hier steht doch, wie das Dörfchen heißt, wie wir es Betreten der gerade. Baustelle auf eigen verboten. Was für eine Baustelle? Reute, wir sind in Reute. Aber was ist denn hier für eine Baustelle? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch keine Baustelle, das ist ein Berg.
Vielleicht sollte das ja die Baustelle darstellen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Vielleicht können wir uns ja so einen Tunnelgräber kaufen und dann durch den Berg fahren. Was sollst du sagen? Ist das eine Baustelle mit einem Dixi-Klo? Ich denke mal, die wollen hier noch so eine Schneise durch den Berg machen, dass man irgendwie rauskommt von der Seite. Ja, ich habe kein 3D oder 3D sehen. Kein räumliches Denken. So. Ja, aber guck mal, wenn du dir so überlegst, hier hört die Straße auf. Wenn man so guckt. Gucken, vielleicht komme ich auf den Berg. Ja, wir wollen auf den Berg. Vielleicht haben wir da eine bessere Übersicht über die ganze Map. Und ja. Gleich fällt er runter. Wow, wow. So, wir sind oben. Also, ohne Scheiß. Da habt ihr das ganze schöne Örtchen mal auf einen Schlag. Das ist doch super. Also, ich find's cool. Sowas sieht man nicht alle Tage. So, wie gesagt, die Map ist ja noch ein bisschen im Ausbau, würde ich ja sagen. Das sieht man ja auch hier. Ja. Blau. Ist es noch gut, nein! Was? Ja. Ein abgeschnittener Berg. Ich falle, scheiß doch die Wand an, ich falle immer noch. Jetzt bin ich unten. Lol. Toll. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Jumpen. Kannst du nicht jumpen? Doch. Oh. Ich bin gerade aus der Welt gefallen. So, meine Lieben, würde ich jetzt sagen, ja, war das jetzt die Vorstellung von unserem ersten Port hier. Ja. Ja, die Vorstellung von, ich habe schon wieder vergessen, Oberharz, die Ecke. Ab in die Berge. Ab in die Berge, wir sind von den Bergen gefallen. Und ja, sehen uns dann in den ersten Port hier. Wenn es heißt, legen wir los, machen wir die erste Ernte, sehen wir das erste und ja, sehen wir uns wieder. Ciao, ciao.